Hallo meine Freunde und willkommen zu Part 51 von Fire Emblem und im Kapitel 23. Ja, wir haben die 50 erreicht, jetzt sind es die 51 und sind in einer lustigen Mission gekommen, 23b. Und das habe ich euch im letzten Part auch vergessen zu sagen, wie kommt man in 23a und wie kommt man in 23b? Wir sind in 23b gekommen, die schwierigere Variante dieses Levels, denn unsere Lords, also Eliwood, Hector und Löden, haben insgesamt Level 50 erreicht. Also alle ihre Level zusammengenommen ist 60. In dem Fall natürlich mehr als 50. Würden wir in die A-Mission kommen, würden wir auf jeden Fall dieselben Gebäude, glaube ich, treffen, wenn ich mich richtig entsinne. Nur halt ist der Gegner halt nicht Linus, sondern Lloyd, der andere halt von den beiden Brüdern. Und wir würden hier auf Wallace, also in Kapitel 23a, würde man auf Wallace treffen, unseren lustigen, dicken Ritter aus Lynns Geschichte. Aber da wir jetzt da nicht sind, gibt's den nicht mehr, der wird jetzt in Vergessenheit geraten, weil wir den nicht mehr sehen werden. Wir werden auf eine andere Einheit treffen, die wir auch noch nicht kennen. Und deshalb ist es gut, dass wir hier gekommen sind. So, ich habe mir auch ein bisschen umgestellt, wie gesagt, schon Lynn und Hector, die sind jetzt hier raus vom Fenster, weg vom Fenster. Und erstmal kann ich hier ein bisschen tauschen. Und zwar dürfen Lynn und Hector ihre ganzen Sachen abgeben. Naja, gut, haben wir schon in Hawkeye genauso. So, geben. So, dann Priscilla nicht. Ja gut, die beiden sind ja noch, die nehme ich in diesem Part nicht mit. Aber vielleicht in der nächsten Mission dann wieder. Raz, du kannst auch deine ganzen Sachen hier abgeben. Warum du das noch nicht getan hast, ist mir ein Rätsel. Und LeGold, du hast auch noch deine ganzen Sachen hier. Gib die auch mal ab. Und Isadora genauso. Oh, die hat aber geile Sachen. Eine Engelsrobe, cool. Da können wir unsere HP erhöhen. Ihr seht wahrscheinlich schon, ich habe Dart mitgenommen, unseren lustigen Piraten. Denn ich habe zwei Dinge mit ihm vor. Zum einen brauchen wir ihn, um eine neue Einheit zu bekommen, zu rekrutieren, die ich aber auch nicht verwenden werde. Und zum anderen möchte ich da trainieren, weil wenn wir ihn schon hier benutzen können und wenn wir auch ein Ozeansiegel haben, was wir für sonst sowieso nicht brauchen, dann können wir ihn doch damit ruhig trainieren. Des Weiteren möchte ich auch Heath trainieren in der Arena, weil wir jetzt auch seinen Weiterentwicklungsgegenstand bekommen. Gut, Eliwood, du gibst natürlich auch deine ganzen Sachen ab. Was zum Oh, unser Lager ist voll. Okay, nicht schlecht. Okay, dann können wir erstmal mit Rebecca den Langbogen verkaufen. Mit Sarah, du bist eigentlich noch ziemlich gut. Kennest du auch. Du kannst... ja gut, den Türschluss möchte ich hier nicht... Okay, du kannst mal... Florina kann mal mit... wo ist er denn, unser Erg? Da ist unser Erg. Du kannst mal das Elfenlicht geben. Ja, oder... ich weiß nicht, so soll ich... ich bin mir nicht sicher. Wo habe ich eigentlich auch Matthew mit? Genau, wozu... Ich brauche doch nicht Matthew hier. Dann nehme ich doch lieber, Zane mit. Wozu brauche ich Matthew? Den braucht man hier nicht. Naja gut, natürlich um zu trainieren, aber wir werden noch Möglichkeiten haben, Matthew zu trainieren. Deshalb ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir ihn jetzt nicht dazu bringen. Kannst mal... Ach nee, geht ja schlecht. Moment mal, dann kann mal Eliwood... Es gibt doch bestimmt das eine oder andere, was wir hier nicht mehr brauchen. Komm schon. Das sollte ich vielleicht auch mal verwenden, hier unsere ganzen... Boah, wie viele Dietriche wir haben, Alter. Ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr zu machen. Die AFA-Tropfen. Ja, ne, die möchte ich noch nicht verwenden. Die Minen zum Beispiel, die brauchen wir definitiv nicht. Das Wasserjuwel. Die Mitgliedskarte bekommt gleich wieder unsere Florina, denn es gibt hier einen Shop, einen Secret-Shop. Ja, gut, 250 ist eine gute Sache hier und das Wasserjuwel für 5000. So, dann kannst du mal Nosferatu dann auch noch abgeben. Wo ist denn unsere Florina? Da ist sie. Du kannst schon Stahlschwert benutzen. Nee, leider nicht. Egal. Dann bekommst du noch deine Mitgliedskarte. So, wunderbar. Eliwood, du kannst mal, ja, zum Heilung, die Heilung mitnehmen, falls irgendwer mal braucht. Kannst du das mal mitnehmen, um erste Hilfe zu leisten. Rebecca sieht auch noch gut aus. Moment mal, haben wir noch einen geilen Bogen vielleicht, den sie aufbrauchen kann. Nö, nicht wirklich. Oh, wir haben einen neuen Langbogen. Cool. Brauche ich aber eigentlich... Ja doch, nimm den mal mit, wer weiß. Vielleicht kann er uns ja helfen. Sarah, du bist eigentlich noch ziemlich gut. Ich denke, wüsste jetzt nicht, was wir da noch... unser Lager schon wieder fast voll. Oh mein Gott.
Genau, Kenneth, du kannst jetzt mal ein paar Sachen hier mitnehmen. Hier zum Beispiel, du kannst Luna und Nosferatu mitnehmen. Ach nee, Luna hast du sogar schon. Und Eclipse möchte ich noch nicht, ja, oder? Sollen wir denn mitnehmen? Nee, komm, einmal Nosferatu reicht. Dorcas, genau, du kannst mal den Eisenbogen abgeben, verkaufen. Und dann kannst du dir mal einen frischen Bogen mitnehmen. Ich hoffe, wir haben noch einen Eisenbogen. Ja, perfekt. Florina, ja, da können wir nichts anderes machen. Erk, ja, sieht auch noch gut aus. Hies, genau, unser Hies. Du kannst mal noch eine... was kannst du denn noch mitnehmen? Eigentlich bist du auch noch richtig gut. Na gut, dein Axtmeister ist nicht mehr so drauf, aber naja, gut. Du kannst noch mal... Was könnte er mitnehmen? Naja, gut, da haben wir nichts mehr. Dann nimm du einfach noch meine Eisenlanze mit, wer weiß, wofür wir die brauchen. Raven, du bist richtig geil, wenn ich erstmal so sehe. Kannst mal nichts machen, aber erstmal Dart hier, genau, Dart. Du nimmst meine Eisenaxt, diese Stahlaxt verkaufen wir. Und das Wurfbeil. Ja, und dann nimmst du natürlich dein Ozeansiegel mit. Das möchte ich nämlich verkaufen. So. Dann Sane, du bist eigentlich auch noch ganz gut. Kannst du vielleicht noch ein geiles... Genau, du kannst einen Schnitter bestimmt mitnehmen, ne? Ja, genau, du kannst einen Schnitter mitnehmen. Geil. Dann nimm du mal einen Schnitter mit. So. Raven möchte noch nicht die Lichtklinge geben, die kommt erst später. Und das Geheimbuch können wir dann jetzt auch mal abgeben. So. Und was sonst? Ja, verkaufen wir nochmal, den Lanzenmeister und den Dietrich. Ich weiß, sollte man eigentlich nicht verkaufen, aber gut. Ja, dann würde ich mal sagen, sieht das doch eigentlich ziemlich gut aus hier. Gut, da können wir jetzt endlich starten hier. Unser Lager ist nicht mehr ganz so das Tollste, wenn ich das mal so sagen darf. Na gut, 85, es geht noch. Ich würde sagen, ich nutze noch bald. Ich denke mal, nach dieser Mission werde ich diese hier benutzen. Diese ganzen Dinge hier. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sieht das doch eigentlich ziemlich gut aus hier. Oh, wir haben kein Feuer mehr, nur noch Donner. Was haben wir denn so für Stäbe eigentlich? Joa, richtig geil. Ein Berserker, ein Schlaf, Öffner, Barriere. Aber brauchen wir nicht. Ja, auch noch richtig geile Äxte hier. Außer die Teufelsaxt. Aber gut. Eine Kriegereraxt, okay. Wie ich diese ganzen Items, die wir haben, noch richtig geil finde. Oh, wir haben auch schon das ein oder andere Silberschwert. Genauso wie eine Stahlklinge. Nicht schlecht. Aber egal, jetzt würde ich sagen, werden wir keine weiteren Reden mehr schwingen, sondern jetzt gleich die Mission beginnen. Aber noch die Formation natürlich ändern. So, unser Dart, der geht mal dahin. Kenneth und Erk, die möchte ich hier nach rechts schicken. Florin hat jetzt die Mitgliedskarte, gut. Genau, das können wir so machen hier. Sane, du kommst ganz nach hinten. Ja, und ansonsten sieht das doch eigentlich ziemlich gut aus, wenn ihr mich fragt. Gut, Eliwood, der wird nichts machen. Der wird höchstens vielleicht als Lockvogel agieren, wenn er alles hier abwehren darf. Ja, mehr oder weniger zumindest. Ja, Glück 21, das ist ziemlich gut. Geschick und Fähigkeit auch. Verteidigung und Resistenz, naja, könnte besser sein, aber gut. Ich würde sagen, wir können jetzt loslegen. Aber ich denke mal, wir gucken uns nochmal kurz Rang an. Ja, perfekt. Ist doch super. Einblick. Ja, da gibt's bestimmt nichts Neues hier. Nee. Komm. Wir gehen. Profiterie brauche ich auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ja, legen wir los. Nochmal speichern natürlich. Kann ja nicht schaden. Und dann geht's endlich los. Nach 8 Minuten. Und Merlin setzen wir selbstverständlich auch ein. Oh, hieß Byron. Oh, Jake. Ich habe nur eine wenige glückliche Erinnerung an mein Heimatland. Ich bin ein Fahnenflüchtiger. Trotzdem kann ich nicht leugnen, ein wenig glücklich darüber zu sein, mich wieder hier zu befinden. Ich hoffe, dass ich schon bald in der Lage sein werde, meinen Namen reinzuwaschen und wieder nach Hause zurückzukehren kann. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ein Scharmützel? Aber welche Seite ist im Recht? Ich vermag es nicht zu sagen. Nicht viel kann ich tun. Ich denke, ich werde mich auf diese Seite schlagen. Na, ist natürlich auch die beste. Naja, egal, damit habt ihr es schon gemerkt. Dieser Herr hier namens Geiz, der so geizig ist, der ist eine neue Einheit, den wir hier rekrutieren können. So, zuallererst einmal aber darf Hies nichts machen, weil der einen Lanzenmeister hat.
Das ist natürlich weniger gut. Kannst du vielleicht was machen hier? Ja, das kannst du sogar. Könntest du sogar tatsächlich. Oder Moment mal, wie geht's mit dem Wurfball voran? ja, von mir aus in das Wurfball. Seht ihr auch mal, wie Dart angreift? So, Elliewood, du kannst dich mal hier hinstellen, um dich von allen angreifen zu lassen. Und dann wird unser Dorcas hier mit seinem Eisenbogen den er hier zur Strecke bringen. Oh, ey, richtig geil, ey. Diese ganzen weiterentwickelten Einheiten. Richtig geil. So, und ihn hier können wir doch mit Erg... nicht mit Erg, sage ich jetzt schon. Mit, mit unserem... Kriegerer namens Raven Plätten. Können wir sogar die Eisenachs, die Stahlachs verwenden. Dann machen wir das auch. Damit wir unseren... Damit Raven auch seinen Skill damit trainiert. Boah, richtig geil, ey, diese Helden. Richtig geil. Richtig geil. So, und jetzt wird Kenneth auch mal hier ran dürfen. Boah, null Schaden. Geil. Boah, diese Druiden, ey. Druidenhelden und Wyvernritter, das ist wie gesagt die meine Lieblingseinheiten. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Und was haben die denn hier so? Ja, stimmt, wir haben ja auch Axtmeister. Gut, genau, dann könnten wir ja auch mal Yeast dafür benutzen. Moment mal, aber erstmal möchte ich mich natürlich dahin stellen, wo mich noch keiner treffen kann. Ja gut, der hat einen... Oh, einen Stahlbogen hat der. Ja, da müssen wir natürlich erstmal davon weggehen. Ja gut, vielleicht greift er jetzt Elliewood an, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Moment mal, kann irgendwer anders den... Ja, könnte auch... ob das nicht schon ein Fehler war. Mal gucken. Ich hoffe natürlich nicht. Wer weiß. Ja, Sarah, du kannst hiermit mal gehen. Genauso wie Erg, der hiermit hingeht. Rebecca, ja, du kannst mal hiermit mitgehen, wenn du willst. Sane, ja, die gehen alle hier hin. Außer unseren Falkenritter, den schicken wir auch mit hier hin. Und dann nimmst du deinen Langspeer, genau, gut. Ja, gut, Ninja, na ja, komm, mach mal unsere Bogenschützen, damit du auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommst. Du. Ich finde das echt so geil, wenn man so viele hochklassige Einheiten hat, finde ich richtig geil. Auch er greift nur mit dem Silberbogen an, naja, dann... Dann habe ich ja keine Angst. Ich hatte ein bisschen Angst wegen seiner Meisteraxt, aber... Aua. Nur weil ich euch die Angriffsfläche biete mit Elliewood, heißt das nicht, dass ihr das auch dann direkt nutzen müsst. Naja, egal. Und da seht ihr schon, wegen diesem blöden Piraten, der da oben ist, muss ich schnell in das Dorf da rechts gehen. Weil da werden wir nämlich Yeast Weiterentwicklungsgegenstand finden. Wow, geiler Crit. War aber nicht notwendig, Florina. Und ich bin gespannt, wen er... Oh, ja. Pff. 6 Schaden mit Gewitter. Vorbei. Das kannst du vergessen, mein Freund. Bei unseren geilen, hochgeskillten Einheiten wird das nichts bringen. Hä? Was zum Teufel? Mal sehen. Ich bin mir sicher, dies ist der Ort, aber... Ah, unsere kleine Freundin namens Nino. Die haben wir auch schon im letzten Part kennengelernt. Die Schwester von, Linus und Lyoid. Es scheint, als wäre er noch nicht hier. Hm, herrliches Wetter. Bestens geeignet, um es mit ein paar Übeltätern aufzunehmen. Aber was mache ich? Ich muss wieder irgendwelche Botengänge erledigen. Ich wünschte, ich könnte meinen Wert unter Beweis stellen. Wow! Erschreck mich doch nicht so, Jafar. Was ist los? Du kommst doch niemals zu spät. Mein letzter Auftrag hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Okay. Was? Es gibt tatsächlich etwas, das du... das dich aufhalten kann? Das hätte ich niemals erwartet. Wenn du meine nächste Mission übermitteln sollst, lass hören. Oh, stimmt ja, Mutter gab mir dies hier. Wie? Oh, was ist geschehen? Du bist ja voller Blut. Ist nur ein Kratzer, kümmere dich weiter drum. Kratzer. Okay. Vergiss es, das nächste Ziel. Vergiss es, das nächste Ziel, schnell. Jafar, komm schon, wach auf. Was soll ich nur tun? OMG. Jetzt wird's ja hier brutal. Egal, reden wir weiter. Leute, ich hab dich schon mal gesehen.
Was? Glaubt ihr etwa, ihr könntet einfach erscheinen und... Ah, jetzt weiß ich es. Du bist der Kerl, der für Belga gearbeitet hat. Guides. Dart, bist du das? Was machst du denn hier? Nun ja, hin und wieder mag ich auch an Land für Ärger zu sorgen. Wie steht's mit dir? Was schreibst du so? Arbeitest du für deinen Vater? Erwähne den alten Mann bloß nicht. Was mich betrifft, bin ich nicht länger Teil dieser Familie. So, was machst du denn hier? Nichts. Ich bin herumgewandert, als hier plötzlich der Kampf ausbrach. Sag mal, Dart, glaubst du, ich könnte ein wenig mitmischen? Wie? Wie dämlich kannst du... Du sorgst für Ärger, nicht wahr? Da will ich auch mitmachen. Meinetwegen geht das in Ordnung. Aber wir haben es hier mit einem ziemlichen gefährlichen Haufen zu tun. Ich habe hier sonst nichts zu tun. Ich werde kämpfen, bis mir langweilig wird. Na dann vorwärts. Ja. So, damit hätten wir einen Kriegerer, einen Geiz, aber viel geiler sind, finde ich, seine Waffen. Vor allem die Meisteraxt. Naja, egal. Gut genug der Reden geschwungen, so. Aber was hier mit den beiden abgeht, das ist ja mal heftig. Alter Schwede. Alter Schwede. Nicht interessant, würde ich jetzt mal so sagen. Aber gut. Kannst du den nicht killen? Was ist denn los mit dir, Hieß? Ja, gut, da müssen wir ihn eben mal schwächen. Perfekt. Super Dorka. Nicht Super Dorkas! Och, was denn? Ich hab doch nur gekrittet. Ich hab doch nur gekrittet, Mensch. Ist doch nichts weiter dabei. Nee, ist nichts weiter dabei. Nur nicht. Oh, der hat ein Silberschwert, der hat einen Hammer. Wenn er einen Hammer hat. Kommt der hin? Ja, natürlich. Natürlich kommt er genau dahin, wo der andere auch kommt. Naja, dann locke ich die wieder an. Genau, Hieß, du kannst dich doch mal um die beiden hier kümmern. Genau, du kannst dich ja um die beiden hier kümmern. Genau. Was für ein Level haben die denn? 10. Ja, da müsstest du doch mit klarkommen. Hieß. Ja, doch, das müsstest du schaffen hier. Mit deinem Axtmeister. Komm, ich vertraue dir, Hieß. So, dich brauchen wir nicht mehr. Du kannst mal, Oh. Warum hat Dorkas noch einen Türschlüssel zum Teufel? Naja, egal. Dann nimm du mal den Stahlbogen mit. Ach, den kannst du auch noch nicht mehr benutzen. Na, ist ja super. OMG. So. Rebecca, du kannst auch noch nichts machen. Naja, gut. Dann soll der hier mal ruhig kommen. Aber Sarah möchte ich da nicht halten. Du nimmst dann mal... Moment mal, was hat er hier? Er hat wahrscheinlich eine Axt. Ja, aber komm. Komm, der wird da auch nicht viel machen. Was sagt sein... Okay, ah, na gut, nur jetzt hat er natürlich keine Axt. Aber wir können es machen, dass er eine Axt bekommt. Können wir einfach mal Geiz nochmal zum Zug bringen und ihm dann die Meisteraxt geben. Aber ich glaube nicht, dass er die benutzen kann. Wie er auch so aussieht in Rot. Auch geil, aber wir haben ja schon unseren Kriegerer. Und kannst ihn benutzen? Komm, Zane, bitte. Du kannst sie doch bestimmt benutzen, die Meisteraxt. Ja, aber ja, klar. Na, super. Dann eben nicht. Ja, genau. Vielleicht greift er ja auch... vielleicht greift er ja ihn an. Ja, Stahlaxt. Perfekt. So, dann gehen wir mit unseren beiden hier weiter. Langspeer kriegen keinen Gegenangriff, weil Gewitter halt eine etwas größere Reichweite braucht. Und ich denke mal, damit hätten wir jetzt auch schon Hieß Weiterentwicklungsgegenstand. Ja, läuft doch hier. Läuft doch jetzt. Aber es ist ganz schön hart hier, was da bei Jafar und Nino abgeht. Ei, der Schwede. So, die gehen auch nochmal hier mit hin. Weil ich glaube, hier kommen auch noch ein paar von diesen blöden Wyvern-Rittern. Die können die beiden dann aufs Korn nehmen. So, dann geht sie noch dahin. Gut. So, der nächste Pirat, der nichts kann. Das ist eine helle Bade, ist zwar geil, aber nicht so geil wie unser Hieß, der direkt krittet mit seinem Axtmeister. Geil. Du. Ich finde auch so geil, dass er so blau ist, so eine blaue Farbe hat, sein Drache. Finde ich richtig geil. Und der nächste auch noch? Aber ich glaube, der wird Fernangriff machen, denke ich mir mal. Och, wie süß. Naja gut, das hat er dann mit Absicht gemacht, weil Dorkas ja gerade seinen Bogen hatte. Naja, soll er das ruhig machen. Oh, der hat eine... Oh, das war jetzt mal gefährlich. Dass die Ballista so weit reicht, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2 Schaden hätte das nur gemacht. OMG. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der hier treffen kann. Alter, was ist das denn für eine weite Balliste? Ja, nicht schlecht. Dann hau mal lieber ab, meine liebe Florina. So, Kenneth bewacht hier das hier und Erk darf sich hier gleich auf den hier freuen. Auf den hier freuen vor allen Dingen. So, ich würde mal sagen, wir gucken gleich auch mal, was bei denen abgeht. Ich denke mal, einen Zug werden wir gleich noch machen, aber jetzt darf ich erstmal. Ja gut, schwäch den mal. Ein weiterer Crit ist ja leider vergönnt. Naja, egal. Egal, der kleine Pirat hier kann ja auch nichts. So, Dart, was du machen kannst, keine Ahnung. Du kannst erstmal abhauen, würde ich sagen. So, und die hier. Dann kannst du Sane mal dein Stahlschwert bei dem hier benutzen. Mit dem hier mit seinem blöden Hammer, der eh nichts bringt und sowieso nicht trifft. Wunderbar. Oh, so ein geiler Rittmeister. Auch richtig geile Einheiten. Eigentlich ist das schon lustig. Ich sag, dass alle Einheiten richtig geil sind. So, Geiz haut ab. Dorcas kann seine Bogenkünste ein bisschen verbessern an diesem Vyvern-Ritter und kriegt auch noch ein Level-Up dabei. Ding, 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 ding. So, da kann unser Raven den gleich zur Strecke bringen. Dann würde ich sagen, du greifst mal mit dem Langbogen den hier oben an und killst den auch. Leider kein kritischer Treffer, aber jetzt. Also ich hätte es beim ersten Mal besser gefunden, aber egal. Du, 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 du. So, und für unseren Heath ist natürlich dieser Vyvern-Ritter. Ja, das ist geschenkte Sache hier. Boah, wie wir jetzt mit unseren Einheiten austeilen. Das ist echt, echt richtig geil. Ja, man könnte jetzt sagen, ich wäre ein bisschen overpowered. Aber nur ein bisschen so, ne? Aber nur ein bisschen. Aber gut, das müssten wir auch eigentlich sein. Also am Ende wird es brutal. Wenn wir da keine guten Einheiten haben, sind wir so gut wie geliefert. Das muss man so sagen. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal wieder ans Mikrofon gekommen bin. Ich musste mich kurz kratzen. So. Ach, jetzt haben die Piraten schon verstanden. Och nö, da gibt's nichts mehr zu holen. Wir hauen lieber ab. 0 Schaden. Wahnsinn. Hat Zane wohl eine richtig gute Verteidigung. Und gut ausgewichen, Ninian. Ich denke mal, unsere Rebecca hätte nicht so gut wäre nicht so gut ausgewichen. Soll das ein Scherz sein? Genau wie das. Ein Erfahrungspunkt. Oh, du willst es echt hinauszögern, ne? Kann ich mir vorstellen. So, ich werde jetzt aber auch nur noch die 2 Häuser besuchen hier. Dieses hier nämlich, wo Ninian und Jafar sind. Weil, keine Ahnung, was das soll. Und dann noch, wo wir unser Weiterentwicklungsgegenstand für Heath bekommen. Du, 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 du. Wunderbar. Also Heath lässt sich auch schön trainieren, wenn ich ehrlich bin. So, Kenneth, du darfst in dieses Haus reingehen. Vor langer Zeit arbeite ich im Königspalast von Byron. Ja, ich war Prinz Zephils Lehrer in Geschichte. Der Prinz ist ein kluger Junge. Er ist der erste Wunderknabe in der Königsfamilie. Aber König Desmond ignoriert die Talente des Jungen und so welken sie. Hier, ich möchte, dass ihr dies hier an euch nehmt. Dies ist ein Erdsiegel. Dies ist eine Art Artefakt, beinhaltet die Macht von vielen. Ritterwappen, Leitstern, Heldenzierde, Elyas Peitsche. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, warum ich bereit bin, dieses Artefakt einem völlig Fremden zu überlassen. Ich kann es nicht erklären, aber mein Gefühl sagt mir, dass es richtig ist. Aus irgendeinem Grund glaube ich, ihr werdet dem Prinzen helfen. Eigenartig. Aber macht nur, erfreut das Herz eines alten Mannes und nehmt es. Erdsiegel erhalten, ja. Ihr habt schon gehört, man könnte mit einem Erdsiegel auch noch alle anderen Einheiten, abgesehen von den Lords und Diebe, weiterentwickeln. Und ich glaube auch Piraten, die kann man damit auch nicht entwickeln. Aber halt eben hieß. Wir kriegen zwar noch eine Elyas-Peitsche, aber das dauert. Das dauert noch richtig lange. Und deshalb, wenn wir das schon nutzen können, dann mache ich das auch. So, und jetzt noch in dieses Haus gehen. Kann ich euch bei irgendwas behilflich sein? Ich habe hier einen verletzten Mann. Bitte, senkt eure Stimme. Nein, ich weiß gar nichts über die Blackfang. Bitte, geht wieder. Ihr regt meinen Patienten auf. Okay.
Okay, wir hatten zwar keine Ahnung, unser irgendwas zu fragen, aber gut. Sind wohl hier alle nicht gastfreundlich. Naja, gut. Oh, schicke Items. Kaufen wir nochmal einmal Feuer. Ja, gut, aber mehr brauchen wir nicht. Ja, komm, ich mache jetzt noch den Zug. Ich habe mich jetzt so entschieden. So, Sarah, du darfst auch mal ran. Mit deinem Glanzzauber. Boah, 16%ige Crit-Chance. Alter Schwede. So, Geiz, genau, du stehst ja gerade so gut bei unserem Herrn. Du kannst mal noch eine Axt nehmen, damit du gleich die Sane geben kannst, nämlich eine Eisenaxt. So, Ninian, du gehst mal zurück. Was hat er hier Schönes? Er hat ein Eisenschwert. Ja gut, kannst du machen. Mit deinem, oder komm, das machen wir so. Eisenbogen. Dann halt eben so. Ich wollte eigentlich jetzt den Vyvern-Ritter da umbringen, aber gut, dann macht das halt eben Raven mit seiner Axt. Wunderbar. Und der trifft nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Was habe ich gesagt? Wobei ich jetzt eigentlich gedacht hätte, der wird mich jetzt schon treffen, weil ich das so gesagt habe. Ach komm, das läuft doch alles hier. Level up für Raven. Ja, ziemlich gut. Also wir haben echt eine richtig krasse Truppe hier. Das muss man mal so sagen. Muss man echt so sagen hier. Pff. Ja, Sane, tut mir leid. Oder, ja komm, den darfst du killen. Den darfst du killen. Ja, perfekt. Oder, wie sieht's mit dem Schnitter aus? Oh, 36%ige Crit-Chance. Komm, ich möchte mal, dass ihr einen Crit von einem Rittmeister seht. Aber natürlich klappt das beim ersten Mal nicht. Oh, der hat das geschafft, einen Schaden zu machen. Och, komm, Sane. Und da triffst du sogar gar nicht. Was soll denn der Quatsch? Du enttäuscht mich, Sane. Du enttäuscht mich maßlos. Ich dachte, du hast es jetzt langsam verstanden, wie es geht. Ich dachte, du hast jetzt echt was verstanden. Ah, naja, gut, kann ich auch nichts dran ändern. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen. Und ja, lassen wir nochmal den Gegner eben seinen Zug machen. Und dann, ja, geht zum nächsten Part weiter. Und seht ihr jetzt noch den Crit? Ja, jetzt seht ihr ihn. Das finde ich so geil, wie sie immer Anlauf nehmen, das Pferd. Richtig geil. Gut, ich merke natürlich auch. Komm, du greifst nur einmal an. Ach nee, jetzt crittet er schon wieder. Ich weiß, dass das wieder Erfahrungspunkte Verschwendung ist, weil das hätte gut Heals bekommen können. Aber egal. Sane hat es auch ein bisschen notwendig. Und 10 Glück. Also viel Glück hat Sane nicht. Okay, was soll der Quatsch? Naja, muss ich nicht verstehen. Genau wie den Quatsch. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe... Oh, da kommen schöne Piraten jetzt an. Okay, ich dachte Vyvern-Ritter, aber gut. Dann eben kein... Oh, eine Giftaxt. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Fire Emblem. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake125. Oh yeah.